Hallo und doch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wahrscheinlich der erste Train-Simulator-Video. Ja, ich will euch heute die 40 verschiedenen 4020er, beziehungsweise die ganz normalen 4020 von RWA, also Railworks Austria oder halt RSSLU vorstellen. Und ja, das, so sehen sie aus. Es gibt eine DTG-Version von denen, das habe ich aber nicht. Weil es sich nicht lohnt. Ja. Und die DDG-Version ist halt von Entwickler von Train Simulator, aber ich will es nicht unbedingt kaufen, weil ja. Jo, ich glaube, ich würde dann auch gleich beginnen. Wir beginnen dann gleich mit der ganz normalen 4020. Ich habe ja ein paar andere vorbereitet. Wir werden die auch dann auf Strecke testen, also nicht auf eine ÖBB-Strecke, weil ja. Das ist halt sozusagen an einem einziger Addon bisher, obwohl ich eigentlich noch 11 Finger für Sekunden City Shuttle so habe. City. Egal. jo, wir haben hier. Wir beginnen mal mit denen hier. Also, wir werden die auf Innensicht und alles, Außensicht alles anschauen. Wir beginnen hier mit der 285. Die kenne ich in der Wirklichkeit. Wir setzen uns dann rein. Die Batterie ist schon aktiviert, das müssen wir nicht machen. Na, die AFB stellen wir mal auf. Ich würde sagen 60. Ungefähr halt 45, 55. Den Strom erheben wir. Ich weiß nicht, wie man die Siefer und so alles ausmacht. Den Hauptschalter machen wir dann auch an. Was ich feier, dass diese Lüfter da kommen. Von außen, innen hören wir das jetzt nicht. Ich stelle es dann beim, wie heißt das? Wenn wir dann die Strecke fahren. Und ja. Okay, gut. Ich würde dann die anderen Features machen, was die halt so alles hat. Also, der Sound ist echt krass. Also, das muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich gut gelungen. Nochmal einen großen Dank an meinen Freund Matthias. Wenn er dieses Video jetzt hier irgendwie seht, dann nochmal einen großen Dankeschön, dass du mir dabei geholfen hast, die alles zu herunterladen. Übrigens zum Info, die 4020er, die gibt es im RWA-Shop. Die kostet 20 Euro. Also momentan kann man sich ganz normal herunterladen. Ich kann auch ein Tutorial, wenn ihr wollt, dazu machen. Also wirklich richtig erklärt. Ja. Wir können hier auch die Ansagen anstellen. Bisher kenne ich nur die Nummer 200. Ich wundere mich, ob die Nummer 220 geht vielleicht. Nein, da machen wir die Nummer 200. Es gibt auch ein Handbuch, aber das habe ich weggelöscht. Das war Mirsabina Neustadt. Und da müssen wir das hier drücken. Ja. Und mit den Plus und Minus können wir dann auswählen, nach wohin wir hinfahren. Können wir die Ansagen dann abspielen hier. Ups, das müssen wir noch hier andrücken, das hier. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Semmering. Nächster Halt, Next Stop, Spital am Semmering. Ja, so hört sich mal so eine kurze Gönnung von die Ansagen. Wirklich gut. Die Glücksspiel können wir auch machen. Das machen wir mit der Taste M. Sieht von außen so aus. Die machen wir nochmal auf. Die haben auch einen Sound, aber bei der alten glaube ich nicht. Das gibt es nur bei einer neuen. Das kann ich jetzt aber nicht demonstrieren. Also hinten sind die Glücksspiegel halt. Ja. Von innen sieht es dann so aus. Na, eigentlich kein Unterschied. Außer wir gehen in dieser Sicht. Ja, ist aber nicht so toll. Beim Zuklappen haben die einen Sound. Siefer, hört sich so an. Mega satisfying. Wir können hier auch die Instrumentenbeleuchtung und so alles hier anmachen. Die Führerstandsbeleuchtung ist aber jetzt nicht nötig. Das machen wir aus. Hupe. Von außen so. Müssen nach hinten gehen. Jetzt ein bisschen dumm, aber ja. Ja, Fenster können wir nicht runter machen. Ja,
auch, die 6020 ist ja auch hier hinten, die schauen wir uns auch gleich an. Oh, echt schön die Lüfter. Das ist die Innensicht. Lol, es wird dann einfach nicht kein Ding gemacht, wenn es so ein, die Tür geöffnet wird. Ja. Erst gibt's auch die Kupplungssicht, dann ja die obere Sicht. So, die Sicht und die Sicht. Okay, ich glaube, wir fahren ab. Ich weiß nicht, wie man die Türsteuerung anmacht. Also dich bis zum am richtigen Fahr dann rausfinden. Ups. Aber der hat, ich muss sagen, der hat richtig gute Bremsen. Ich hätte gesagt, wir fahren jetzt ab. Ja, es ist noch keine Oberleitung oder so. Ich kann die auch mal auf 100 stellen. Volle Fahrt. Strecke ist eigentlich nicht unbedingt so fiktiv, aber ja. Ja, das war gerade die Sifa hier. Also, der Sound ist nochmal echt krass, ne, muss ich sagen. Wir können nochmal die Abfahrt hier sehen. Ja. Okay. Tut mir leid für die Schnellbremsung, aber ja. Okay, gut, wir schauen uns dann die anderen hier an. In Add-on die 4020, also wenn wir das jetzt kaufen. Wie gesagt, wir bekommen jede einzige Lackierung mit. Die Elfenbein-Lackierung. Die Smiley-Variante, die ist leider verschrottet worden schon. Also die orange. Die rot-graue Variante. Ja, das ist die ganz normale. Übrigens, wenn wir hier die Ding machen. Wenn wir das jetzt aktivieren. Machen wir mal kurz an. Wenn ich das hier jetzt den Code hier eingebe, den ganz normalen. Ich keine Ahnung habe, wo was anderes gibt oder so. 209 gibt es glaube ich nicht. Wir fahren jetzt auf Payerbach Reichen, ne? Ja. Steht es dann da oben. Also generell die Anzeige. Und wie ich merke, es ist vielleicht ein bisschen sogar anders bei der Elfenbein-Variante. Mit Q drücken wir dann die Ansage. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Payerbach Reichenau. Nächster Halt, Next Stop, Spitalamt Semmering. Gibt's auch weitere? Nächster Halt, Next Stop, Steinhaus. Nächster Halt, Next Stop, Goldberg. Ja, das war's dann eigentlich, wie die Ansagen und so. Der hat eigentlich keinen Unterschied. Also mit der anderen. Die ist halt Elfenbein. Also die Elfenbein-Variante ist in der Wirklichkeit gesehen wesentlich älter. Die gibt's halt wirklich gar keine mehr. Und ja, können dann mal abfahren. Also wieder die Kostprobe hier. Von der 4020 an, ne? Das ist richtig geil. Ja, ich versuche jetzt nicht entzugleisen, ja. Ja, echt schön. Wir haben hier die Smiley-Variante. Die ist echt nett, die ist echt süß. Übrigens, mal kurz an wieder. Das hier, da können wir nichts aktivieren.
Also wenn wir hier rumklicken, dann wird es dann entweder dunkel oder nicht. Also ein bisschen schade, würde ich sagen, aber ja, ist jetzt eigentlich Pluspunkt. Die geht auch nicht. Fenster können wir auch nicht runter machen. Beziehungsweise hier die Tasten hier hinten können wir auch nicht bedienen. Ah, lol, da ist die PZB, was ich gerne inaktiv hätte, genauso wie die SIFA. Mag ich gar nicht. Das ist die PZB hier. Was ich noch sehen will, ob die Nummer 209 was ist, aber ich denke nicht unbedingt. 209. Ja, ey. Aber ich will nicht das TS rausgehen, sonst crasht das Ganze hier. Lass mal so. Jo, und dann würde ich noch halt gern die beiden hier vorstellen. Das ist die rot-graue Variante, was halt von innen aus auch anders ist. Sieht man auch. Was, und das ist die 316. Und daneben ist dann die 6020. Die schauen wir uns auch an. Und noch eine Plus-Lackierung ist hier hinten. Nämlich wir haben die Bratislava mal die 318. Das ist die Bratislava Mix. Also eine Doppeltraktion. Gibt sie auch, also eine Ausführung generell. Oh, ich kann nicht schon. So. Dann schauen wir uns gleich die 6020er noch an. Wir schauen uns die hier an. Da habe ich keinen. Das ist ein bisschen. Aber okay, ich habe da irgendwie keine Steuerung drauf gegeben, also dass ich die fahren kann. Egal. Bei 6020 haben wir jetzt keine imaginale Überleitung. gut. Das können wir auch machen. Gut, die 6020 hat nicht so viele Unterschiede eigentlich. Der hat einfach keinen Sound von innen. Er sieht auch eigentlich echt gut aus, die 6020, die 304. Ja, kenne ich auch. Können wir auch mal abfahren. Schalt an. Ups. Gut. Mehr erhalten, dann können wir eigentlich gleich wegfahren hier. Man hat einfach keine Sounds hier. Sieh mal die Druckluft, also die gerade verwendet wird. Die löst sich recht gut, die Bremsen, ja, die gefällt mir. Das freut mich. Ja, das war jetzt eine Schnellbremsung. Absichtlich jetzt. PZB machen wir mit der Taste, also bei den Nummern, also mit Taste 1, 8 und den hier, das ist unter 3, Taste 3. Gut, ich denke mal, wir kommen, oh, die waren gar nicht zusammengekuppelt. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu 4020 auf der Strecke. So, hier sind wir dann in der Testfahrt. Türen sind geöffnet. Ich habe schon alles hier aufgerüstet für euch, also dass ihr nicht irgendwas gucken müsst. Ja, ich habe auch die Türsteuerung angemacht. Fahrt nur, bis die Türen zugehen. Könnt es, glaube ich, mit R zumachen. Ja, jetzt geht's zu. Können wir auch dann die Ansage machen? Ich habe zwar andere Ansagen auch, Codes auch gefunden, aber ich glaube, keine Ahnung, es gab halt keine Ansagen. Ist ein bisschen dumm, aber okay. Blende können wir auch bedienen, ist aber nicht so wichtig. Oben lassen. Ein bisschen vielleicht. So.
Von außen sieht man das eh nicht, aber ja. Scheinwerfer können wir anmachen. Ja. Gibt's halt eigentlich nichts Besonderes noch. Wir fahren halt jetzt noch schnell zwei Stationen mit dir. Können wir noch eine Ansage abspielen? Fucken jetzt die Fahrgäste mal kurz ab. Tiefer ist hier unten. Kannst du das fallen? Kann man es drücken? Keine Sorge, ich war schon selber im Führerstand an der 4020. Ich habe immer Angst vor der SIFA. Ich weiß nicht, wie man die ausmacht. Steht aber jeder in der Handbuch. Bremse 5, der Bahnhof ist ja vorne, das sieht man hier unten. Hier oben ist, glaube ich, so Spannung und so, keine Ahnung. Übrigens, die Strecke, was ich da am Anfang nochmal, wo wir die 4020er da getestet haben, dazu werde ich das nochmal weiterbauen, also werde ich mir mal die Zeit nehmen, da am Wochenende, beziehungsweise morgen und so, keine Ahnung. Freitag werde ich mir mal die Zeit zu nehmen und dann werde ich mir die Strecke ein bisschen weiterbauen. Dann, wenn ich einen richtigen Endpunkt habe, testen wir, fahren wir mal die Strecke dann mit der 4020, ja. Meistens fahrt bei mir sowieso 40, immer 4020er auf der S40. Die Strecke wird es wahrscheinlich nie zum Veröffentlichen geben, so irgendwie im Shop geben, aber ja, ist jetzt auch nicht der Hauptpunkt, dass es zum Veröffentlichen gibt. Kein Rückspiegel da, aber echt nice auf jeden Fall. Wow. 4020. Rückspiegel zu. Ich mache jetzt hier den Thumbnail für euch. Ansagen wieder, natürlich. Unser nächster Halt ist sowieso der Bahnhof, ja. Ich mache jetzt bis wie in der Neustadt. Küb. Glocknitz.
So, jetzt haben wir die richtige Ansage. Da ist der Bahnhof. Wiener Neustadt natürlich, ja. Das ist Wiener Neustadt Hauptbahnhof, klar, immer wieder. Es ist normal, dass das Wiener Neustadt ist. Was? Schnellbremsung. Oh Scheiße, ich schaff noch die Bremsung, ey. Ja, Kompressor gibt's natürlich auch. Ja, und der eine. Nee, der lässt sich sogar die Bremsen noch. Stehst du so? Das darf man nicht. Nicht nachmachen, die Frau. Gut, das war's dann mit dem Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder Tag und bis zum nächsten Mal.